Hallo und willkommen zurück bei Cyberpunk 2077. Ja, da habe ich tatsächlich beim letzten Mal vergessen. Doppelfolge zu machen. Ich hoffe. Dieses Mal denke ich. Ach so, das ist die Ampel. Ich dachte gerade, hey, ist das eine Bombe? Okay. Oh shit! Wo kommst du denn her? Also alle, die hier durchkommen, werden erstmal geschnitzelt. Der hat mich wohl gesehen, der Wichser. Komm wieder rein. Und ich dachte, der Tag würde öde werden. Oh shit! No! Oh nein, da ist ja noch einer! Mist. War ja zu erwarten, ne? Dass das passiert. Also diesmal vielleicht nicht direkt reingehen, sondern erstmal markieren. Ich meine, das sind ja irgendwie ganz andere Leute hier, was die hier machen. Wohl einer seinen Biomüll abgelassen. Die haben damit nichts zu tun, die ganze Polizei. Wieso haben die sich nicht eingemischt? Da ist die Kamera. Kann ich die deaktivieren? Ja, sie ist deaktiviert. Das heißt, ich müsste eigentlich jetzt reinkommen. Sneaky. Leute, habt ihr das? So, gleich reicht's mir. Boah. Mach die Tür zu. Verdammt nochmal. Oh shit, der trifft mich da. Unerwartet.
Unerwartet. Das ist kein Wallhack. Ich sehe da draußen nicht so gut. Na los. Komm aus der Deckung raus. Wieso jetzt habe ich die Tür markiert? Ich suche doch nur den Serverraum. Beziehungsweise mache die Kameras erstmal aus. Oh, Daten. Komm ruhig näher. Immer ruhig näher kommen, kein Problem. So. Ach cool, dass die Daten hier stehen. Kann ich die runterladen? Nee. Wald, Junge! Ich bin mächtig. Diese Tube muss unbedingt weggemacht werden. Die nervt. So, die wäre aus. Die Musik ist ultra laut, ne? Muss ich nachher mal gucken, ob die nicht zu laut ist. Ich habe die ja letztes Mal etwas lauter gemacht. Oh lol, das war eine verspiegelte Tür. Lol! Ob das die Raytracing-Effekte sind? Keine Ahnung. Aber ich stehe jetzt noch ein bisschen zu laut hier. Das war doch schön. Schön die Granate noch reingeworfen. Der kann da durchschießen. Bei mir spiegelt das.
Ich muss vielleicht mehr mit dem Ausweichen machen. Das Problem ist, ich weiche mit Shift aus. Das geht aber nicht. Aber ich muss hier zweimal drücken. Aber ich bin halt gewohnt, mit Shift so auszuweichen. Deswegen weiche ich immer falsch aus. Die rennen da rum wie so zwei Hühner. Ich renne jetzt auch rum wie ein Huhn. Ja! Schlitz! Schlitz! Jetzt habe ich die Sachen schon gehackt. Aber da ist ja noch ein Gegner. Gibt ja auch Trainingspunkte, wenn ich die Dinger aushacke, damit ich... Da ist immer noch Gegner. Hier gibt's auch noch sehr viel zu erkunden. Und zu looten dann. Da ist noch eine Tür, wo ich noch nicht reinkomme. Der ist aus. Ich weiß nicht, ob ich den anmachen kann. Öffnen. Wann kriege ich denn wieder genug Speicherteile? Vielleicht so? Nee. Aber ja, jetzt kostet es weniger. Jetzt konnte ich sie öffnen. Schon wieder was zum Öffnen. Kann ich die nicht aufbrechen? Also hier komme ich nicht rein. Lol. Ich wollte doch nur da rein. Der ist unten. Mann, hat der viel Leben, Alter. Da muss ich erst mal den Kopf abschlagen. So. Wieso kriege ich denn Erfahrung für Gewehre? Noch irgendwo? Ne, hier war ich ja drin, ne? Da hinten ist was zum Reden. Was redet denn hier? Der Fernseher, okay. Dann können wir ja wieder rausgehen. Moin! Da
Das war doch was. Oh, Levelaufstieg. Wäre vielleicht doch nicht so schlecht, hier ein bisschen drauf zu machen. Damit ich Türen öffnen kann. Und es erhöht ja auch meine Panzerung. So, ich wollte Zerlegen von Komponenten auf jeden Fall machen, weil ich das wichtig finde. Hier bin ich auf Blutung gegangen. Habe ich denn noch irgendwas anderes Wichtiges? Das finde ich gar nicht mal so schlecht. Was haben wir bei Kampfmaschine? Das ist eigentlich auch ziemlich gut für meinen Nahkampf. Also für Nahkampf ist das eigentlich ziemlich nice. Aber mein Bewegungstempo beim Schleichen finde ich unnormal wichtig. Habe ich denn noch irgendwas, was noch wichtiger ist? Die Tragekapazität. Ja gut, wir zerlegen ja immer alles. Dass sich meine Gesundheit regeneriert. Im Moment haben wir noch eigentlich gut Medipacks. Ja gut, das ist ja alles mit Waffen, ne? Auf Waffen gehen wir nur Nahkampfwaffen. Wo war denn das jetzt? Hier. Dann gehen wir auf den. Dann können wir auch direkt zerlegen. Es ist nicht besser wirklich. Auf stumpfe Waffe gehen wir nicht. Wir haben eine neue Schrot. Glückwunsch. Ich glaube, ich muss hier gar nicht diese Mods aufrüsten, wenn ich sie doch jedes Mal wieder ablegen muss. Wie, man kann den nicht mehr ablegen? Ist der jetzt immer drin oder was? Anscheinend kann man die Mods nicht mehr ablegen. Das ist schade. Aber guck mal, jetzt hat diese Waffe wie sogar wieder mehr Schaden, aber schlechtere Stats. Ich nehme mal den. Dann behalte ich die Waffe noch was und jetzt zerlegen wir einfach alles. So, Kleidung. Neuen Helm. Neues Oberteil, was zum Glück nicht mehr hat. Das hätte mehr. Zerlegen wir aber trotzdem. Das kann ich noch nicht. Da muss ich mindestens Level 8 haben. Dann wäre es auch wieder besser.
und Schuhe habe ich noch. Oh. Freier Kleidungsmod-Slot. Hat aber sogar weniger als die hier. Also die hätten mehr. Jetzt nicht mehr. Der hätte auch, boah, die hätten auch mehr. Das ist halt kurios, ne? So, hier kann ich jetzt aber Mods reinmachen. Was natürlich die Panzerung erhöht. Das Problem ist, die Mods, die kann ich ja nicht mehr rausbauen. Mal, den habe ich zweimal, deswegen bauen wir mal einen rein. Kann ich den... Ne, ich kann den tatsächlich nicht rausbauen. Ich meine, wir können die natürlich aufrüsten, aber irgendwann ist dann wieder ein graues Item trotzdem besser als die hier. Ist halt Rollenspiel, ne? Ist halt so. Alter, die passt ja zu PEM 2.0. So. Hier ist nochmal eine richtige Nebenquest. Hier müssen wir nochmal was stehlen. Liegt auf dem Weg. Können wir den hier auf dem Weg machen? Radio so leise. Ich bin ein Verfechter des Rechtsstaats und halte nichts von Polizeigewalt. Aber nicht für die richtige Sache. Jetzt habe ich die Musik runtergedreht. Aber irgendwie hat das überhaupt nichts ausgemacht. Also ich habe es ja mal laut gemacht. Das hat ja beim... Ist es ein Hologramm? Eine Fata Morgana? Nein, Freunde, die Sonne scheint... Weil diese Kampfmusik, die ist einfach viel zu laut im Gegensatz zum Radio im Auto und so. Hier, ich kann mal verkaufen. Also mein Junk. Sogar relativ viel wert. Eine Tattoo-Nadel. Warum kann ich eigentlich die Sniper noch nicht? Ne, da will ich jetzt... Das interessiert mich jetzt. Oh, das Ding kann einen Mod reinbauen. Was ist das Problem bei der Sniper? Achso, die Waffe Level 20. So, was ist hier los? Gesucht in Night City. Können wir natürlich auch Stealth leveln, das finde ich gut. Ich hätte gerne nochmal so einen Splitter, den ich hacken kann. Tatsächlich. Vielleicht ist die Musik extra leise wegen dem Copyright, wegen ich habe ja den Streamer-Modus im Prinzip drin. So, ich kill die jetzt gerade auch nicht. Ich meine, solange die mir nichts tun, tue ich denen auch nichts. Sobald sie dann anfangen zu schießen, werden sie weggeschlitzt. Danke, Sir, dass ihr gewartet habt. Thank you.
unschönen Auftrag für dich. Bryce Stone, dieser Fernsehprediger? Sein Sohn wurde ermordet. Um den Mörder zu schnappen, musst du an den Original-BD rankommen, der während des Mordes aufgenommen wurde. Ja, das hast du leider richtig gehört. Mehr Infos schicke ich dir mit. Was ist denn das? Guck mal, ob ich hinten rum kann. Weil wenn ich hier vorne rumgehe, da sehen die mich. Okay, es sieht nicht so aus. Über den Sound käme ich bestimmt nicht. Okay, der guckt in meine Richtung. Ich nehme den mal mit. Der ist dann nämlich ein bisschen auffällig. Shit. Okay, ich lasse den mal hier liegen und kümmere mich mal um die Kamera. Ich meine, der sieht das ja so oder so dann. Jetzt hat er mich gesehen. Ich weiß nicht, der macht eine komische Figur da hinten, aber er sieht mich hier auf jeden Fall. Was? Hast du komplett den Verstand verloren? Das geht nicht gut für dich aus. Wirst schon sehen. Okay. Jetzt muss ich hier tatsächlich zurückgehen. Aber sie sind markiert. An den komme ich nicht ran. Vielleicht von oben höchstens. Hast du den gesehen? Nicht. Scheiße. Ich kapiere immer noch nicht, warum du den Scheiß guckst. Diese schwachen, schwabbeligen Körper. Oh, machen mein Schwanz härter als Konzernkraut. Ich muss den erwischen, während der geht. Komm, dreh dich um. Jetzt macht er wieder seine... Jetzt spielt er wieder sein Hängemännchen. Ah, jetzt gehen die oben aber auch. Aber hier unten sind wenigstens keine Kameras. Na komm. Move! Jetzt. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ah!
So, die ist aus. Vielleicht hätte ich warten sollen, aber ich will nicht warten. Ich will den jetzt kalt machen. Danke fürs Geld. Oh, ich habe genug Geld, um den Typen zu bezahlen. Vielleicht komme ich hier hinten rum. Mist. Also ich habe jetzt nicht den Doppelsprung. Hätte ich ihn geskillt, beziehungsweise dieses Upgrade, dann hätte ich da einfach hingehen können. Das heißt, ich muss jetzt den anderen Weg gehen. Solange er sich nicht umdreht, ist alles gut. Ich weiß nicht, ob mich jetzt eine Kamera gesehen hat. Aber ich muss ja nach oben, egal. Aber ich kann ja auch looten, ne? Ich meine, hier steht jetzt, glaube ich, ist noch einer drin. Boah, die Missgeburt! Ich will nicht von hinten was bekommen. Naja, wir haben es probiert, ne? Guck mal, ich habe von dem schon wieder was bekommen, aber die haben dann immer nur so Textnachrichten. Alter, dass die Schrot keinen Schaden macht, ne? Alter, ich brenne! Ach, das ist ein Turret! Das ist ein Turret, Alter!
Also. Zum Glück hält die Zeit an, wenn ich hacke. Abgetroffen! Ich will ja mal voll die Booster geben, Alter. Nehmen wir den Kohlen. Den Monitor kann ich leider nicht benutzen. Ich kann hier wieder Zeug nicht looten. Ich weiß nicht, ob ich das hacken hätte müsste, aber jetzt habe ich einen anderen Weg gefunden. Also hier scheinen ja ganz viele Beweismittel zu sein. Gut, dass ich das Ding ausschalten kann, ohne irgendwie geskillt zu sein. Cut. Genau da. Kurz bevor er... Klar, Junge. Ich weiß immer noch nicht, das Breach-Protokoll reduziert ja irgendwie nur das Teil, habe ich das Gefühl. Oh. Fühlt sich anders, wenn man... Okay, ein Bild zurück. Weitere Schmerzfeedback und Eisengeschmack. Freddy Boy, du hast es echt drauf. Genau, Freddy hat's drauf. Den Schweißgestank schneide ich aus. Nein, nein, lass drin. Manche wollen den extra kicken. Wir machen zwei Cuts. Ein ohne... Eine Extended Schweißversion. Bevor ich da reingehe, loote ich erstmal den Rest. Mehr oder weniger. LOL. Aufwachen, Gentlemen. Was ist hier los? Security! Zu weit weg, um uns zu hören. Immer mit der Ruhe, okay? Wir tunen und verkaufen nur. Wir drehen nichts davon. Wirklich. Wir Was ist das hier, euer kleines Familiengeschäft? Die Leute kaufen, wir verkaufen. Geschäft ist Geschäft. Suchst du nach was Bestimmtem? Weißt du, wenn wir es nicht tun, dann tut's ein anderer. Willst du was richtig Hardcore-mäßiges sehen? Wir geben den Leuten da draußen nur, was sie wollen. Das ist alles. XBD von einem Predigersohn. Ermordet. Klingelt da was? Welcher Prediger? Haben gerade eine Lieferung mit Jungs reingekriegt. Weiß nicht, wie die Daddies heißen.
Da brauche ich mehr Infos. Bryce Stone, einer von N54. Sohn hieß Bobby Stone, 12 Jahre alt, als er starb. War er schwarz, weiß, Latino? Irgendwas Auffälliges? Wie wurde er umgebracht? Papa, ich glaube, ich weiß, welchen sie meint. Beady 9430. Den Predigerjungen. Wer hat ihn umgebracht? Von wem habt ihr den Expedi? Niemand gibt uns irgendwas direkt. Wir haben tote Briefkästen. Das war's. So bleibt alles sicher. Für alle Beteiligten. Der Expedi war ungeschnitten. Irgendwas muss euch aufgefallen sein. Irgendein Hinweis. Spiegelbild, Tattoo, irgendwas. Unser Interesse liegt in der Imperfektion selbst, nicht in ihrem Erschaffer. Gib mir diesen verfickten Braindance. Sofort. Ja, ist ja gut. Beruhige dich. Nimm ihn einfach. Freddy! Er ist gleich hinter uns. Dort auf dem Regal. BD 9430. Kann ich jetzt looten? Danke. Ich weiß nicht, ob ich die schlitzen soll. Die fallen mir doch gleich bestimmt in den Rücken. Das ist doch bestimmt eine Falle. Da ist wieder was, was ich hier nicht looten kann. Ja, da. Der ist es. Nimm ihn einfach. Ich guck mal gerade auf euren PC noch, ne? Neu und sexy. Tiere, Menschen, Leichen. Okay. Jungfrau Nylon gefesselt. Kinder gezwungen tot. Na super. Domina Penetration gezwungen. Okay. Ich kann die bestimmt killen. Aber gut. Wir sagen keinem, dass du da warst. Wir schwören's. Hüchkette! Da ist tatsächlich was Gutes drin. Bist du tot? Nein. Alter, ich habe keine Infos über dich. So. Alter, mein Auto! Hier ist ja auch noch was drin. Ja toll, hier hätte ich natürlich die ganzen Sicherheitsteile bestimmt alle deaktivieren können. Ich habe sie schon anders deaktiviert. Bla. Alter, ich hab da...
Soll ich nicht mal in die BD-Aufnahme reingucken? Dann kann ich doch selber was herausfinden, oder? Ist das möglich? Oh, ich habe ein Level-Up. Den einen Punkt save ich... Ah ne, ich habe keinen Attributpunkt. Hier brauche ich 12. Ich höre erstmal die Tragekapazität. Apropos Tragekapazität. Alter! Ein guter Schlagshot, den heben wir mal auf. Auch wenn ich ihn nicht nutze. Nichts ist besser. Die wären besser. Das ist aber eine Schrot. Ach, wir schmelzen einfach alles wieder ein. Ist doch egal. Alles wird hier eingeschmolzen. Kleidung. Mann, die sind wieder alle besser. Aber ich kann sie eh nicht tragen, weil ich nicht High-Level genug bin. Keine Ahnung, was das Teile sind. Kann ich aber eh nicht tragen. Also weg damit. Ups. Die waren zwar besser, aber weg damit. So. So viel dazu. Ach ja, ich wollte ja jetzt hier den Chip gucken. Was ist denn das hier? Okay, hier ist er nicht drin. Ne, ich dachte, ich könnte mich vielleicht wieder wie mit dem Chip reinhacken. Aber die sind hier nicht drin. Da nichts passiert, bleib mal ruhig. Alter, ist das dein Ernst? Muss ich jetzt die Police da nachher umbringen? Weil ich aus Versehen wen überfahren habe. Komm, jetzt zieh Leine da. Ich drücke F. Anstatt R. Ich räuchere dich aus deinem Versteck raus. Jetzt muss ich das Teil finden, oder was? Aber wo soll denn das Ding sein?
Hinterlege die Aufnahme am Übergabeort. Ich drücke F. Jetzt funktioniert's auf einmal. Das gibt's doch nicht. Super Arbeit, Bee. Ich hoffe, dass man so den Wichser findet, der das aufgenommen hat. Auftrag abgehakt. Danke. Ich dachte, ich kann es selber finden. Oh, wir sind ja direkt in der Nähe. Ich hab... Ja, geh weg jetzt mit deinem Scheiße. Sonst schlitz ich euch weg. Oh Leute, ist das jetzt euer Ernst? Schusswechsel! Noch so eine Drecksfotze, die mich töten will! Boah, ey! Ist mir doch scheißegal. Recht holen. Ja, dann verpisst dich doch! Mann, ey! Wegen so einem blöden Müll, ey! Mach die alle! Halt die Klappe! Oh, noch immer mehr, ne? Ja. Was ein Müll, Alter. Kann ich nochmal meinen Junk verkaufen? Nee. Polizei! Mit erhobenen Händen rauskommen! Das heißt, super Arbeit, Wie. Ich hoffe, dass man so den Wichser findet, der das aufgenommen hat. Auftrag abgehakt. Und jetzt muss ich eiskalt warten, bis die da durch sind, oder was? Oder wenn ich zu Fuß gehe, klappt das dann? Dass sie nur mein Auto verdächtigen? Das ist eine verdammte Drohne gebrauchen. Schickt euch das mit euren Sparmaßnahmen. Okay, es scheint echt das Auto zu sein. Oh, hier ist ja echt was los. Dieser Arm, er gehört nicht zu mir. Überhaupt nichts ist von mir. Alles kalter Stahl. Womit habe ich das nur verdient? Warum musste ich nur an Hinzer geraten? Dieses Jucken. Soll das jucken? Warum spüre ich überhaupt was? Es ist doch nur Stahl. Ganz ruhig. Vergiss deine Seele. Du musst seine retten. Was ist passiert? Meine Implantate sehen etwas unfertig aus. Unfertig oder nicht? Spielt keine Rolle. Ein Biku entehrt seinen Körper nicht mit Cybermodifikationen. Es ist gegen den Pratimoksha. Das alles, obwohl sie davon wussten. Für mich gibt es kein Zurück. Soll das heißen, dich hat jemand gezwungen? Nicht nur mich, auch meinen Bruder. Sie haben uns betäubt. Und meinen Körper geschändet. Und sie haben sich dabei über mich lächerlich gemacht. Wie kann man einem Menschen nur so etwas antun? Ich verstehe das nicht. Wer sollte sowas machen? Und warum? Wir waren unterwegs und haben Almosen gesammelt. Da kamen sie auf uns zu. Sie lachten und fragten uns, ob wir auch Implantate als Spende annehmen. Sie waren mehr Maschine als Mensch und sagten, sie würden uns besser machen, wie Werkzeuge. Maelstrom. Und dein Bruder? Ist er noch bei Ihnen? Ja. Ich war zuerst dran.
Und dann haben sie überlegt, wie sie ihn modifizieren. Du siehst wie jemand aus, der mit ihnen sprechen kann. Ich bitte dich, hilf meinem Bruder. Ich hoffe nur, dass es nicht zu spät ist. Da hinten links, seht ihr das? So endet, wie ich. Da kann einer fliegen. Was springt für mich dabei raus? Ich arbeite nicht umsonst. Ich bin Söldner. Ich habe nicht mehr als meinen Dank anzubieten. Ich bitte dich, mach nur diesmal eine Ausnahme. Das Universum wird es dir mit Karma vergelten. Na gut, ich helfe. Aber das könnte eine fiese Nummer werden. Maelstrom macht keine Späße. Es muss einen anderen Weg geben. Bitte hilf uns. Aber ohne Blutvergießen. Ich flehe dich an. Wow. Ich sehe, was ich tun kann. Dein Bruder kommt jedenfalls frei. Versprochen. Ich weiß gar nicht, wie ich dir danken soll. Sie halten ihn in einem Lagerhaus, nördlich von hier, gefangen. Du findest es bei der Straße entlang der Docks. Das ist aber eine schwierige Aufgabe. Ohne Gewalt? Also. Versuch ist es wert, ne? Jo. So, ohne Gewalt. Oh Mann. Warte, ich habe den Typen befreit. Vielleicht kommt das mir jetzt zugute. Warum muss ich immer die perfekte Waffe stellen? Als ob die Häuser. Ich will mit dir reden. Aus dem Reich Schach Fleisch. Kann ich nicht mit dem reden? Hallo? Okay. Ne, ich wollte ja versuchen, mit dem zu reden. Deswegen lade ich jetzt nochmal, weil das funktioniert nicht anscheinend. Das heißt, ich muss ihn leise rausholen, sneaky. Ich dachte, ich könnte irgendwie mit denen verhandeln oder so. Ist dieser Quest überhaupt... Naja, ist okay. Also ich weiß nicht, wie ich das... Bitte, Dame hat mir Frieden gebracht. Nehmt mir das nicht weg. Schnauze halten oder ich reiße die Zunge raus. Hier halten Sie unseren heiligen Bruder also fest. Ich weiß nicht, ob ich das sneaky hinkriege. Gut, wenn ich den raus weghaue, dann würde das funktionieren.
Ich hole die jetzt erstmal alle weg hier. Und dann loot ich. Ohne wen zu killen, weil das war ja... Sollte ich ja nicht. Bitte tu das nicht. Es verstößt gegen meinen Glauben. Bitte. Ich will das nicht. Was, dass ich rette? Ich meine, da hinten war noch ein Gegner. Zur Sicherheit nehme ich den auch mal weg. Und dann dreht er sich um und ist vorbei. Also ich würde die Maze Room-Typen eigentlich jetzt nicht killen, weil ich habe ja den Typ gerettet. Und ich glaube, wenn ich jetzt all seine Typen kille, dann fände er das nicht so geil. Und irgendwann brauche ich ihn vielleicht mal. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob das Spiel das kann. Und dass sich sozusagen merkt, ob ich mir hier, wie viel ich gekillt habe. Ich habe ja so oder so ein paar gekillt. In Notwehr. Auch Porno. Nee. Ewige Jugend. Ganz ruhig. Es ist vorbei. Ich gehöre nicht zu denen. Was machst du dann hier? Was ist passiert? Sieht so aus, als wäre ich rechtzeitig gekommen. Alles in Ordnung? Haben sie dir was angetan? Ich hatte Glück. Sie haben gesteht, in welches Implantat witziger wäre. Diese kranken Cyberpsychos. Einer wollte mir den Kiefer abnehmen. Was für ein grausiger Gedanke. Zum Glück ist das nicht dazu gekommen. Aber wie kommt's, dass du genau in diesem Moment hier aufgekreuzt bist? Ich habe im Vorbeigehen ein paar schlappe Witze über Chrombuddhas gehört. Aber Maelstrom ist nicht für seine Späße bekannt. Naja, um ehrlich zu sein, hat mich dein Bruder geschickt. Er wollte nicht, dass dir das Gleiche passiert. Ich danke dir aus der Tiefe meiner Seele. Ich bin so froh, dass niemand getötet wurde. Mögest du weiter auf dem Pfad des Friedens wandern. Es spielt keine Rolle, was sie zu dieser Tat trieb. Es steht uns nicht zu, über sie zu urteilen. Ja, sicher. Gut, dass ich keinen getötet habe. Wie hat Maelstrom dich überhaupt geschnappt? Die meisten gehen ihnen aus dem Weg. Wir sind fremd hier. Wir wandern von Ort zu Ort. Wir sind erst kürzlich nach Night City gekommen und hatten keine Zeit, etwas über die Gefahren zu lernen. Leben Mönche nicht in Klöstern? Früher nicht. Mein Bruder und ich gehören einer Gruppierung an, die ältesten Lehren Buddhas befolgt. Es ist ein lehrreiches Leben. Immer wieder treffen wir die ungewöhnlichsten Menschen. Das sieht man. Ich weiß, was Sarkasmus ist. Und natürlich weiß ich, dass die Welt gefährlich ist. Aber wer kein Risiko eingeht, wird nie erfahren, was vor seiner Haustür liegt. Du verstehst das sicher. Dein Bruder wartet auf dich. Nicht weit von hier, auf dem Plaza. Ich muss nur kurz durchatmen. Dann kann ich gehen. Er hieß es, der nun gerettet werden muss. Also ich würde ja direkt abhauen, aber so gut, es ist seine Entscheidung. Was der wohl gesagt hätte, wenn ich die alle gekillt hätte. So. Ich glaube, die Blauen, die ploppen einfach immer wieder auf. Wobei, der war eben nicht da und ist jetzt aufgeploppt. Es tauchen halt immer mehr Nebenquests auf. Das Gefühl.
Also ich mache jetzt nicht alle von denen hier. Ich mache jetzt erstmal alle von den Ausrufezeichen hier. Beziehungsweise dann decke ich die Fragezeichen auf. Weißt du, hier oben sind so wenige, die kannst du gut abarbeiten. Was ist das? Ach, das ist mein Apartment. Gut, dann fahren wir mal dahin. So, hier brauche ich viel mehr, damit ich die Klingen aufrüsten kann. Den Blutdurst. Das heißt, wir gehen jetzt doch wieder hier drauf. Ich skill aber jetzt nicht da drauf, sondern ich skill, glaube ich, auf die Gesundheitsregeneration. Das finde ich nämlich extrem cool, diesen Skill. Guck. Ich heile mich. Da ist er ja. Eine Sekunde habe ich gedacht, er überfährt mich. Motor ist zu laut, im Gegensatz zur Musik. Mist. Ich dachte, da könnte ich reingehen. Hey, hey, kleiner Job für dich. Maelstrom hat den Malorian-Van geklaut und in einem ihrer Verstecke geparkt. Geh zu der Adresse anbei und hol den Splitter aus dem Van. Soll heißen, du beklaust ein paar Diebe. Mehr Infos findest du im Anhang. Das ist aber eine richtige Nebenmission. Ich dachte, das wäre jetzt wieder so eine Clown-Mission. Aber es ist ein Ausrufezeichen. Wobei hier steht es Kleptomanie. Weil hier ist jetzt ein Ausrufezeichen und nicht dieses Kleptomanie-Zeichen. Wo ist das nochmal? Da. Oben ist ja auch noch einer. Shit.
Alter, wie viel hält denn der aus? Boah. Okay, der mich geone-shottet. Ich glaube, der Auftrag ist zu schwer für mich. Also so viel, wie der Typ getankt hat, kann ich mir gut vorstellen, dass der Auftrag zu schwer ist. Hey, hey, kleiner Job für dich. Maelstrom hat einen Malorian-Van geklaut und in einem ihrer Verstecke geparkt. Geh zu der Adresse anbei und hol den Splitter aus dem Van. Soll heißen, du beklaust ein paar Diebe. Mehr Infos findest du im Anhang. Vielleicht schaffe ich es ja mal, ohne irgendwen zu killen. Indem ich irgendwo hochklettern kann. Sieht aber schlecht aus. Kann ich irgendwie sehen? Jo, ist hoch. Kann es sein, dass diese Nebenquests einfach aufploppen? Weil ich will ja so Nebenmissionen machen, so wie die hier. Zum Beispiel den kann ich jetzt machen. Zahlen jetzt erstmal Victor. Soll ja keiner sagen, ich würde meine Schulden nicht begleichen. Natürlich mit der Musik gehen. Siehst du ja nichts. Aus dem Weg, wie hupt man? Keine Ahnung. Habe ich vergessen. Aus dem Weg. Boah. I believe I can... nicht fly. Oh. Verdammt nochmal, hier ist Linksfahrgebot. Okay, nee, Rechtsfahrgebot. Perfekt eingeparkt, nenne ich das. Aus dem Weg, geh weg, geh weg. Wenn du mich fragst, ist dein Wort mehr wert als alle Eddies. Ah, das sagst du doch nur, weil du keine Eddies hast. Du ja auch nicht. Stimmt. Aber ich bin nicht derjenige, der am Rumsülzen ist. Ich dachte, da kommt noch was. Moin. Mach die Tür auch zu. Keine Sorge. Moin, moin. Werden immer mehr hier. Hallo. Moin. Hier, ich habe ein bisschen Kohle. Ich habe endlich genug Eddies, um dich zu bezahlen. Behalt sie noch, Vee. Du brauchst sie mehr als ich. Das ist ein Scherz. Ich nehme sie nicht mit ins Grab, Vic. Nimm schon. Und nochmal danke, dass du mich versorgt hast, ohne dafür Kohle zu sehen. Dafür sind Freunde da. Ich
Habe ich jetzt Geld behalten? Ich würde gern mein Chrom auswechseln. Hast du was Neues? Sieh's dir an. Ja, ich bin zu schlecht. Kann ich mir irgendwas kaufen, wo ich nicht... Erhöht die Tragekapazität. Jetzt habe ich ihn tatsächlich bezahlt. Mist. Was würden denn die Mantis-Klingen kosten? 15.000. Alter, 45.000 ist ein Scherz. Erhöht die Panzerung. Hau rein. Hau rein. Das ist ja für, wegen meiner Gesundheit. Dann kann ich nichts machen. Aber ich habe ja jetzt ein bisschen was gemacht. So ist es ja nicht. Und ich habe meine Schulden bezahlt. Ja schon, ich wollte nur zugucken. Mann, ey. Habe ich noch eine Nebenquest. Den kann ich noch machen. Die anderen, da bin ich zu schlecht für. Ja, aber den kann ich ja doch nicht machen. Aber den kann ich da noch machen. Wo ist denn das? Da muss ich ja wieder. Ja gut, ich glaube, dass ganz viele von diesen Sachen hier, von den gelben, dann auch alles Nebenmissionen sind. Also, dass das hier dann nachher auch irgendwie sowas ist. Oder sind die Fragezeichen sowas? Die Frage ist eigentlich, was ist übrigens aus dem Typen geworden? Hier. Ich kenne dich. Du kommst oft hier lang. Du hast die Wahrheit erkannt. Das sehe ich in deinen Augen. Lässt du mir eine kleine Spende da, damit ich meine Mission fortsetzen kann? Du leistest gute Arbeit. Nimm das, um Night City wach zu rütteln. Danke für deinen Beitrag. Ich wusste gleich, du bist ein Jünger der Wahrheit. Vielleicht gibt er mir irgendwann ein Quest. Alter Junge, Alter, was ist mit dir, ey? Bist du? Ja, wer bist du, Alter? Alter, wer lässt denn hier sein teures Zeug liegen? Nee, ich glaube nicht, dass wir den Quest... Sollen wir dann mal ins Afterlife gehen, bevor wir hier die ganzen Dings machen?
Ja, dann gehen wir als nächstes, machen wir dann die Hauptmission weiter. Und damit würde ich sagen, war es das für diese Folge. Ja, jetzt ist Folge 10 nicht Doppelfolge gewesen, sondern diese Folge. Aber gut. Also bis dann. Ciao.